Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Bug Academy. Das sieht doch mal richtig süß aus. Beliebige Taste drücken. Lektion 1 Tutorial. Folge den Anweisungen und fliege zum Ausgang. Bewege dich mit Hilfe von Left Stick Right, Left Stick Left, Left Stick Up und Left Stick Down. Halte Left Trigger gedrückt, um zu greifen. So. Oh. Drücke schnell A, um schneller zu fliegen. Okay. Ein Insektenschwarm kann mehr tragen als nur ein Käfer. Ja. Nur ein Käfer erlaubt, drücke B, um die restlichen Käfer dazulassen. Okay. Nur die Weibchen von Mücken trinken unser Blut. Also, das ist cool. Das sieht richtig nett aus. Also ist jetzt nochmal das Tutorial, aber das könnten wir jetzt mal im Schnelldurchlauf machen. So. Vielleicht ohne gröbere Fehler zu machen. Durch und zup. 27. Wunderbar. Jetzt. So, Lektion 1 Tutorial. Und hier Lektion 1, 2 Kühe. Okay. Alle Kühe sind von der Farm geflüchtet. Repariere den Zaun und bringe die Kühe wieder zurück zur Farm. Okay. Wir fliegen, werden die... Oh. Die Kühe... Baue den Zaun wieder auf und bringe alle Kühe hier hin. Hier hin. Und mit aufbauen meinen die etwas verstärken, nehme ich an. Okay, da sind wir zu schwach. So, 4 von 10. Bonk. Ah. So, wir holen jetzt hoffentlich mal genau die hier und verstärken den Zaun ein wenig. So. So, und hier drüben gibt es die nächsten beiden Kühe irgendwo. Oh, okay, das holen wir auch noch. Vielleicht nehmen wir das rüber. So. Oh, Entschuldigung. Schlaft jemand? Schläft jemand? Oh. Erstmal darüber werfen. Den
Kühlschrank vielleicht auch noch mitnehmen. Oh, der ist schwer. Aber wir sind doch starke Fliegen. Oh. Das war die Kuh. Und ich glaube, wir müssen die andere Seite auch noch ein wenig verstärken. Die hier. Weil nur mit ein paar Stühlen wird das nicht viel werden, glaube ich. So. 6 haben wir. Oh. Hier haben wir noch. Oh, wie kommen wir hier rüber? Wie müssen wir hier? Ha, wir kommen aber hier nicht drauf. Naja, ich glaube, wir brauchen die vierte Fliege nicht unbedingt. So, 7 von 10. Zack. Ach. Eine Kollegin oder einen Kollegen, je nachdem. Noch einer. Zack, einmal durch. So. Nö. Die Kuh wollen wir mitnehmen. Genau. So, 9 von 10 und hier haben wir nochmal 10. Oh, drüber. Nö, passt. Sehr gut. Wupp. Ah, und bei 3 Minuten hätten wir auch den dritten Stern. Lieferung von Kühlschränken. Du bist ein Lieferjunge, liefere alle Kühlschränke und Waschmaschinen in alle Wohnungen aus. Machen wir gern. Also wir sind, ich glaube, wir sind gar keine Fliegen, wir sind nur irgendwelche Käfer. Fliegende Käfer. Hier müssen wir einen hin basteln. Hier nehmen wir erstmal eine Waschmaschine mit und vielleicht noch einen zusätzlichen Kollegen. Okay, also hier müssen wir einen hinliefern und genau, und hier ist ein Plakat, da sieht man, den grünen Punkt haben wir schon ausgeliefert. So, ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank. So, und zack, durch hier. Ach, vielleicht ohne den Tisch. Das wäre ganz nett. Oh, hier ist eine. Und er hier oben. Oh, jawohl. Jawohl, hier. Und hier müssen wir auch wieder rauskommen. So. Einmal kurz auslassen. Genau, wir
beschränken uns auf die Waschmaschine im Moment. Durchs Fenster kommen wir leicht. Zack, Waschmaschine abgeliefert. Was ist hier oben? Oh, hier oben ist auch noch ein Helferlein. Zack. Kommst gleich mit. Oh! Schau an. So, jetzt. Nö. Nö, sag ich. Den, genau, den nehmen wir mit. Da kommen wir auch durch jede Wand. Oh, fast. Aber Hauptsache, gut geliefert, das Ding. Wie die anderen Möbelstücke aussehen, ist uns scheißegal. Zwei haben wir noch zu liefern. Zuerst nehmen wir, oder nehmen wir beides. Das sieht doch ganz gut aus. Aber eins lassen wir trotzdem fallen. Hier oben. Irgendwo. Oh, ich glaube einen Stock höher noch. Und wir haben gerade einen Stern verloren, weil wir uns so Zeit gelassen haben. Aber das macht nichts. Wir... Oh! Das ist etwas tief gefallen. Wir sind ja nicht so perfektionistisch veranlagt, würde ich sagen. Okay. Zack. Aber zwei Sterne. Immerhin. Also das ist richtig niedlich gemacht. Lektion 1.4, Turm. Baue den höchstmöglichen Turm. Es gibt kein Zeitlimit, du musst dich nicht beeilen. Den hier, oder? Nö, hier. Okay. Erstmal... breite Basis. Das kommt vielleicht mal später. Das auch. Ein paar so grüne Teile nehmen wir jetzt mal mit. Oh, da. Oh, das kann ganz schnell mal ganz wackelig werden. Fürchte ich. Vorsicht! Vorsicht, sag ich! Oh Mann! Kommen wir hier wieder raus? Ja. So. Den zweiten hier. Den hier. Genau. Das war doch beinahe perfekt aufgesetzt. Jawohl. Der hier geht auch gut. Dann können wir hier noch ein
Jetzt machen wir das Ganze mal ein wenig schmäler. Noch sieht's gut aus. Oh Mann. Da fallen wir wieder runter. Aber zumindest auf 5 müsste man doch kommen, oder? Einer sträubt sich hier dagegen. So. Also mein erklärtes Ziel sind 5 Punkte. Das ist doch machbar. Das Ganze sieht schon etwas wackelig aus. Aber der eine muss noch gehen, oder? Vielleicht ein wenig. Boah! Nö! Uff. So, ich glaube, den setzen wir noch drauf. Dann sind wir halt mit 4 Punkten auch zufrieden. 5 hätten wir halt einen Stern dazu bekommen noch. Wobei, den haben wir jetzt so schön drauf gesetzt. Ach komm, der geht noch. Vorsicht. Nein, das. So geht das nicht. Jetzt sind wir ein bisschen besser positioniert. So, nein! So, und drauf. Und den quasi als Spitze drauf, dann haben wir unsere 5 Punkte. So, der steht. 5 Punkte. Puh. Ui. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.